Dear Grits and Foul, my whiskey friends. Welcome to my whiskey channel, Whiskey Talk, Talk, Talk. Lade, Patrick. Happy St. Patrick's Day. Ja, heute mache ich nur schnell mal ein Video zur Anlass St. Patrick's Day. Yahoo! Und weil ich bald in ein Irish Pub gehe und viel Whisky und Bier trinken werde. Ja, traditionell nehmen wir natürlich heute Paddy. Yeah, Irish Whisky Paddy, a blended Whisky. Ja, ich habe mir schon etwas eingegossen, damit da etwas stehen kann. Ich werde auch nicht viel zu diesem Whisky erzählen, da ich dieses Video nur kurz mache. Ich kann nur einen kurz sagen, er kommt mit 40% Alkoholvolumen, ist gefärbt und kühl gefiltert. Ja, so, hier haben wir ihn schon. Das Video ist eigentlich nicht mehr ein Verkostungsvideo, ist eigentlich mehr über St. Patrick's Day Video. Ja, machen wir ein Nosing. Ja, leichte Fruchtigkeit. Ist, ja, etwas Apfel, Zitrone. Naja, egal, heute ist St. Patrick's Day, Slangewa. Ja, fruchtiger Bland Whisky. Weich. Sanft. Bisschen Süße, bisschen Fruchtigkeit, nicht viel von jedem, etwas, ein kleines bisschen. Aber kurzer Abgang, nicht schlimm, egal, wird nachgekippt. Slangewa. Nein, heute ist ein lustiger Tag. Ja, ein fruchtiger Whisky. Wie gesagt, könnt ihr noch mal gucken. Paddy, aber ich glaube, den kennt jeder Paddy schon. Kostet 15 Euro oder so die Flasche. Irish Whisky. Ja, dann wünsche ich euch heute viel Spaß, wer feiern geht. Wer nicht feiern geht und vom Fernseher sitzt, wünsche ich auch viel Spaß beim Fernsehen gucken. Und naja, wer andere Sachen noch macht, auch viel Spaß. Bei allen viel Spaß. Aber heute... Wir werden heute ins Pub gehen und werden sehr, sehr, sehr viel Whisky trinken und sehr, sehr viel Kilkenny. Okay, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator.